آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، Frau leben Freiheit، 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 Frau leben Freiheit. Freiheit für alle politische Gefangenen. Ich träume, dass man hierzulande endlich sieht, wie die Menschen dort unterjocht werden von dem Regime. Ich träume, dass es für die Frauen dort besser wird. Mascha Amini. Heute würde Kian seinen 10. Geburtstag feiern, wenn er nicht auf tragische Weise von der iranischen Regierung und ihren Handlangern um sein junges Leben gebracht worden wäre. Einer dieser jungen Menschen war Kian Pefalak, ein 9-jähriger Junge, der an diesem schicksalhaften Tag sein Leben verlor. Das Ereignis erhob die Herzen der Menschen weltweit. Am 16. November befand sich Kian mit seiner Familie in einem Auto, als eine Gruppe von Sicherheitskräften das Feuer auf das Fahrzeug eröffnete. Kians Vater wurde verletzt, während der Junge tragischerweise ermordet wurde. Nieder mit der Diktatur!